heißt, dass du an ihrem Erfolg gar nicht so ganz unbeteiligt warst in Sotschi. Was? Ich weiß nicht, ob ich daran beteiligt war. Sie hatte mich gebeten, einen Song für sie zu schreiben, der sie ein bisschen motiviert beim Training. Für Sotschi oder? Ja, genau, ja. Die letzten Olympischen Spiele. Mhm. Und den Song habe ich geschrieben und den hat sie sich hoffentlich auch angehört. Da, glaube ich, kamen wir irgendwie zusammen und dann, also ich fand das am seidenen Faden schon super. Das war so mein Sommerlied, weil da gibt es ja die Zeile, ich will keine Winter mehr. Und das habe ich mir einige Male, als ich in Argentinien Nachmittag, nachdem ich 6 Stunden auf der Skipiste war, dann auf dem Ergometer zur Regeneration, habe ich mir das angehört. Und das war dann schon so die erste Motivation. Und dann im Winter, als dann das andere Lied kam, das war dann eben vom Text her speziell eben auf mich eigentlich abgestimmt. Von also das was Sie sich gewünscht hatten von ihm, das Motivationslied. Genau. Genau. Kann man diesen Song eigentlich hören oder ist das eine exklusive Geschichte zwischen Ihnen und beiden? Erzählt sich ein bisschen. Das ist eigentlich eine sehr exklusive Sache. Ja, komm. Stückchen. Wenn das jetzt nicht anstimmt, fragen wir Maria, ob sie das vorsingt. Nein. Das kannst du mir nicht antun. Tim, ein kleines Stückchen, mindestens mal ein Text. Vielleicht Text irgendwie. Hm? So ein bisschen. Ich kann es auch kurz singen. Ja. Ich versuche, wenn ich einen Text zusammenkriege. Das ist dein großer Moment, du machst dir das größte Geschenk. Und du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen. Auch wenn du es selbst noch nicht glaubst, du hast wirklich alles, was man dazu braucht. Und du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen. Das war gut. Das war schön. Wir haben alles wiedererkannt. Ich kann es nicht singen, weil ich einfach keinen Ton treffe. Es hat doch funktioniert. Das so wunderbar. Vielen Dank, dass Sie das gemacht haben. Ja, danke. Aber dieser Song kann doch jetzt nicht nur zwischen euch bleiben für ewig. Nee, der Song wird veröffentlicht. Ach so. Mit großer Wahrscheinlichkeit, aber nicht von mir. Okay, von wem? Das ist sehr kompliziert zu erklären. Also sie hatte mich, wie gesagt, gefragt, ob ich den Song schreibe. Habe sofort zugesagt und habe dann eine Woche später eine weitere Anfrage bekommen, quasi ein ganzes Album zu schreiben für eine Künstlerin. Und habe da diesen Song mit eingereicht, quasi. Dann ist es einen Blumenstrauß geteilt, oder? Genau. Genau. Und da kommt es wahrscheinlich auf ihr Album. Ja. Oh, schön, dann werden wir ihn da hören können. Und immer an Maria Höfel-Riesch und den Sieg denken. Wunderbar, sehr schön.